Die Lage an der türkisch-griechischen Grenze, wo Zehntausende Migranten auf eine Einreise in die EU hoffen, ist nach wie vor angespannt. Am Donnerstag hatte der türkische Innenminister angekündigt, 1000 Polizisten an die Grenze zu schicken, um die an der griechischen Grenze abgewiesenen Geflüchteten nicht wieder zurückzulassen. Die Türkei denke auch darüber nach, ihre Grenzen für die Menschen zu öffnen, die gerade aus der syrischen Krisenregion Idlib fliehen, so der Innenminister. In Nordsyrien sind rund 950.000 Menschen auf der Flucht. Die Türkei lässt die Menschen gehen und lässt sie vielleicht glauben, Europas Grenzen seien offen. Wir müssen unsere Grenzen verteidigen und wir müssen die Menschenrechte von Migranten respektieren, unter der Berücksichtigung, dass unsere Grenzen nicht verletzt werden können, dass Menschen die Grenzen nicht gewaltsam passieren können. Griechenland hält mit Unterstützung aus Brüssel die EU-Außengrenzen dicht. Immer wieder gelingt es einigen Flüchtlingen trotzdem, in die EU zu gelangen. In der Nacht zu Freitag ist ein Boot mit Migranten auf der Insel Lesbos angekommen.